ganz genau. Hier lang nur noch ein kleines Stückchen. Ja, hier sind wir richtig. Und jetzt müsst ihr hier reinkommen. Kommt schon alle drei. Hier, rauf auf das Bett. Da sind die Körner. Oh Gott, Izzy! Ah! Sie hat die Körner! Ah, das fliegt's doch! Oh, jetzt habe ich überall Krümel auf meiner Kleidung. Danke! Du weißt ganz genau. Ah! Habe ich noch welche auf mir? Guck mal hier. Jetzt weißt du, wie es ist, aufzuwachen, wenn einem Hühner die Augen auspicken. Ja, ganz toll. Ich wollte nicht unbedingt mit Hühnern in meinem Bett aufwachen. Als die, guck mal, du hattest die wenigstens als süße kleine Küken. Ich habe hier straight up ausgewachsene große Hühner. Ja, danke für gar nichts. Komm, dann gehen wir frühstücken. Das geschieht dir recht. Hilfe! Karma! Karma! Die Bienen! Warte, wollen wir rausspringen oder wollen wir runterlaufen? Weißt du, du sagst hier immer, ich bin nicht mutig genug. Au! Du? Mann! Ich kenne einen guten Trick. Ach, dann durch die Badewanne runter. Super. Wir wollten heute ja zum Farmbauernhof. Oh mein Gott, zu der Farm nein. vom Nachbarn. Keine ist das heute? Das ist heute. Der Farmer hat gesagt, die sind heute auf den Bahamas. Das heißt, wir sind in Sicherheit. Wir können heute in aller Seelenruhe... Auf den Bahamas. Ganz ruhig. Wir können in aller Seelenruhe die Bären der Leere, die gar nicht beunruhigend klingen, sammeln. Und dann würde ich sagen, fragen wir vielleicht die Hexe, ob sie uns einen Trank macht. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, wir haben letzte Folge... Bahamas! Nee, wir waren nicht auf den Bahamas, aber wir haben schon Mondgras gesammelt, um das Einhorn wachsen zu lassen. Jetzt brauchen wir nur noch die Bären, damit wir das Pegasus auch noch groß kriegen. Und oh ja, du hast das stimmt. Und dann können wir daraus Tränke brauen und dann wachsen unsere Tiere. Und dann, ja, können wir zum Lavasee und kriegen endlich unseren Schatz. Nach Monaten auf dieser Farm. Oh ja, das ist das Mondgras. Eine Kiste, wo wir das drin haben? Ja, gib her, ich mach's wieder. Ich wollte sie nur zeigen, damit die Zuschauer wissen, wovon wir reden. Ja, das stimmt natürlich. Jedenfalls ist das der heutige Plan und wir haben Glück, weil der Bauer, also der böse Bauer, der uns schon mal versucht hat, hier die Polizei an Hals zu hetzen, der ist nicht da. Das heißt, es ist auf den Bahamas. Der ist auf den Bahamas. Macht dort Urlaub, oh yeah. Okay, wollen wir los? Spaß. Wohin? Ja, los, auf die zu der Dingsfarm. Du kennst den Bahamas. Zur Farm. Wie jetzt? Wir können auch zu den Bahamas. Du hast gesagt, ich darf auf die... Oh, okay, dann lass uns erst noch den Schatz finden. Mann, ich will den blöden Schatz nicht mehr. Ich will auf die Bahamas Was ist, wenn der Schatz ein Privatflugzeug ist? Und dann fliegen wir damit zu den Bahamas. Unser kleines Pegasus und unser Einhorn, die noch ganz klein sind. Ist nachher kleines Pegasus, dann wirst du groß sein. Und du natürlich auch, Izzys Einhorn. Wie auch immer du heißt. Izzys Einhorn. Izzys Einhorn ist mein Name auf Hypixel, wenn ich das spiele. Ja, ich weiß. Oh nein, das wissen schon so viele Leute, dass sie mich trotzdem erkennen. Achso, sollte das ein Deckname sein? Ja, das ist ein Nickname. Warst du schon mal Geheimagentin? Nee, wieso? Weil ich überlege, was wir hier machen, wenn wir den Schatz haben, weißt du, in welche Welt wollen wir denn fahren? Ich dachte, dann fliegen wir auf die Bahamas. Ja, auf die Bahamas, dann machen wir ein Bahamas-Projekt. Also du willst jetzt zu den bösen Bauern, ne? Ich will zu den gar bösen kein Bauern. Problem. Ich kenne mich absolut perfekt aus. Du kannst dich zu 100% auf mich verlassen. Das freut mich. Ich kenne den Weg wie meine Westentasche. Okay, gut. Ich verlasse mich auf dich, Izzy. Ich hoffe, wir verlaufen uns hier nicht. Izzy, wir laufen schon seit Stunden. Nein, ich habe das Gefühl, laufen wir laufen seit im Kreis. Minuten. Ja, wir laufen seit 5 Minuten und deswegen ist es jetzt auch Nacht. Hä, waren wir nicht noch gerade im Wald? Wieso sind wir jetzt schon wieder raus aus dem Wald? Vielleicht sind wir endlich in der richtigen Richtung? Hier ist eine Brücke, weiß ich doch nicht. Ich meine, ich kenne mich hundertprozentig aus. Willst du eine Karotte? Ich dachte mir, Ronja, ich wollte dir nur meine heilige Karotte zeigen. Das ist sie. Ah. Deshalb sind wir hier. Hier ist eine. Danke, schön. Gerne. Ja, wo war denn das jetzt nochmal gleich? Hier, glaube ich, durch. Hier durch? Ja. Okay. Ich glaube... Und kannst du schwimmen? Ja, ja. Ich habe schon ein Seepferdchen. Okay, perfekt, dann schwimm mal vor. Okay. Ich nehme das Trockenbild und gehe außen rum. Och, komm, easy. Ganz ehrlich, ja? Der folgt von dir 5 Stunden lang. Warte mal, aber wir sind doch hier richtig. Hier sind wir richtig, oder? Hier sind wir richtig, oder? Da ist die Kuh, warte, ich frage sie mal kurz. Hallo, Sir. Guten Abend. Ja, genau, ich bin die berühmte Easy Cheesy. Sie guckt dich nicht mal an, du Die absolut berühmte. Ja, ihr sollt das Video liken. Oh, hast du gehört? Ihr sollt das Video liken. Ah. Like dieses Video, habt ihr mich verstanden? Like! Alles klar, Captain. Okay, dann sind wir jetzt da. Es könnte daran liegen, dass es Nacht ist. Okay. Vielleicht. Okay, dann suchen wir mal. Wir sehen uns später, Cheese. Was? Wir sehen uns später. Kommen wir jetzt mal rein? Nein. Das ist dein Beere.
Wie ist es meine Beere? Du willst den Schatz, sonst teile ich den Schatz nicht mit dir, das weißt du schon. Ich bin auch mit dem Mondgras mitgekommen. Hast du ein Schwert schon in der Hand? Attacke! Okay. Okay, bei mir aus, aber ich ziehe mich an, der ja? Leere, Beeren der Leere. Das Beeren ist kein Schriftrauch der Beeren der Leere. Das ist doch Beeren der Leere, oder? Beeren der Leere. Hießen die nicht so? Nee, leere Beeren. Leere Beeren. Hier ist ein Pilz. Vielleicht ein Pilz der Leere. Ich weiß es nicht, wir brauchen Beeren, Ronja. Okay, ja, hier ist noch ein Pilz. Wo wachsen denn normalerweise Beeren? An Sträuchern. An Sträuchern? Ich hatte immer eine 1 in Biologie, die wachsen an Sträuchern. Ja, ich hatte auch immer in Biografie eine 1. Hier vielleicht... Oh, warte mal, das ist das Haus, ne? Ja, aber da ist ja keiner zu Hause, wir können mal da... Die sind in den Bahamas, ne? Stimmt. Auch, meine ich natürlich. Ich meine, es ist auch schon so spät... Oh, guck mal, hier! Oh, guck mal! Hä? Was ist das denn? Siehst du das? Das ist ja nee, crazy hab ich noch nie gesehen. Guck mal, der Strauch ist höher als ich. Hey, Leute, halt echt, das sieht voll cool aus. Wenn das nicht Bären wäre, hier, guck mal. Hier, Ernte. Zack. Ich habe den Busch abgebaut. Oh Gott, Ronja, das hast du ja toll hingekriegt. Oh Gott. Das hast du ja toll hingekriegt. Okay, wir haben... Guck mal, kannst du nochmal versuchen, welche zu ernten? Ich habe Angst, dass ich noch mehr kaputt mache. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Guckst du mal da hinten in die Richtung, ob da vielleicht noch welche sind, die fertig sind? Ich versuch's nochmal mit dem hier. Hallo? Busch? Bitte gib mir eine Beere. Bitte gib mir eine Beere. Es ist ein richtiger Busch, aber... Oh, ist Gott. Das hier nicht ein Busch? Nee, auch nicht. Ich setze sie wieder hin. Ist das, der ist doch fertig, guck mal, oder? Oh. Ist der fertig? Kann ich die ernten? Bitte tu das nicht, du nicht. Du ich, nicht. Mach's nicht. Finger weg. Du musst mit der rechten Maustaste, du sollst nicht den Busch abbauen. Du ja, musst, zack, das hier einmal kurz. Guck mal hier, Voidberry. Das heißt doch Leere. Das ist Beere der Leere. Das ist Englisch. Ja, wir haben eine Beere der Leere. Ja, voll gut. Ja, geil. Ja, dann los und dann zurück. Okay. Jackpot, yeah! Let's go. Dann wieder... Okay, darf ich uns auf dem Rückweg führen? Was? Oh mein Gott! Au! Was? Ihr Einbrecher habt letztes Mal schon genug Chaos angerichtet. Verschwindet lieber, bevor ich die Polizei rufe. Es tut uns leid. Nein, Ronja, lauf! Ein paar Beeren. Lauf! Ich komm. Komm schnell! Ja, ich kenne einen geheimen Ausgang. Hier lang. Komm durch. Ich mach die Tür zu. Mach zu. Okay, wir müssen ganz schnell von hier weg. Oh, Mann. Hier durch? Ich dachte, die sind aus den Bahamas. Hä, ich dachte auch, die Bahamas. Junge! Frech. Was für eine Lügengeschichte. Die haben nur auf uns gewartet. Oh mein Gott, meinst du ehrlich? Meinst du, das war eine Falle? Ich glaube schon. Ja, ganz toll. Okay, ein bisschen an der Farm vorbei und dann kommen wir auch hoffentlich bald zurück nach Hause. Oder warte mal. Wir wollen zur Hexe, oder? Wir müssen noch durch den Wald. Das ist der gleiche Weg. Die Hexe ist sogar näher dran an uns. Meine ich. Also, ich kenne mich ja nicht so gut aus, ne? Aber ich glaube, die Hexe Also, ich habe ja einen perfekten Orientierungssinn. Ich habe mich noch nie verlaufen. Ja. Wie glaubst du mir etwa nicht? Och. Sollen wir dann Sonnenaufgang? Treffen wir uns bei der Hexe? Oder wie sieht's aus? Ja, in 3 Tagen dann so. Okay, okay. Ja, gut. Projekt wartet noch ein bisschen. Bei dir wahrscheinlich in 10 Tagen. So lahm wie du bist, du bei lahm mir, ich, jetzt, komm ich bin mal. Allein bin ich zur Hexe gekommen letztes Mal und wollte dich retten. Also bitte, Ronja, als ob du das alleine geschafft ich hättest. Ich bin alleine bin ich da hingegangen und habe dich den versucht zu retten. Ich während den du dich mit der Hexe verbrüdert hast. Ja, um uns den Arsch zu retten, ja? Ja, das kann ich ja nicht wissen. Mist, komm, wir sind schon fast da. Hier müssen wir nämlich nach rechts. Du weißt ja, ich kenne mich aus hier. Natürlich, okay. Ich kenne die Hexe gut, keine Angst mehr voll eher, danke. Du hast keine Angst? Ich habe ja keine Angst, ne? Ja, dann geh du halt rein. Ich bin auch furchtlos hier. Ich klopfe nicht mal an. Hallo. Schönen guten Tag. Hinter dir! Ah! Easy! Okay, hier oben scheint niemand zu sein. Hast du die unten gesehen? Nö, ich habe aber auch noch nicht geguckt. Oh Gott, ist die wieder im Bad? Ich will jetzt nicht stören, aber, Hallo? Ich mache jetzt einfach mal auf. Oh, Entschuldigung. Ich will hier nicht stören. Ich wollte nur fragen, Oh, Verzeihung, ich muss auch mal. Easy, können Sie mal. Ich muss auch mal auf Toilette, was willst du? Das können Sie mal bitte Platz machen? Wir jetzt hier einfach schon rein. Oh, danke. Okay. Gott sei Dank. Genau, wir haben die Mondbeeren und den anderen Kram gefunden und wir bräuchten Tränke. Mondgras und Beeren der Leere. Hab ich doch gesagt. Was hast du Mondbeeren gesagt? Hab ich doch. Beeren vom Mond. Nein. Doch. Naja, Beeren vom Mond. Wir haben Gras vom Mond. Okay.
Okay, lass weitermachen. Okay, ah, wie sehr habt ihr das Mondgras? Genau, genau, das Mondgras hat die Easy. Yes! Magst du es ihr gerade geben? Muss ich? Ich meine, sie soll doch den Trank machen, oder? Ja, nicht? Hier nehmen sie das, aber ich will nicht nochmal die Höhle mit dem aggressiven Mond. Mit dem aggressiven Mond. Okay, ja. Sonst noch? Genau, hier sind die Bären. Die Bären der Leere auch, wunderbar. Genau. Ja, dann haben wir doch alles. Und das war's dann so. Passt. Hilft sie uns jetzt? Braucht sie uns einen Trank? Ich meine, oder? Einen Moment, lasst mich kurz eure Tränke machen. Wunderbar, vielen Dank. Und die trinken dann die Einhörner und die Pegasus. Also das genau. Ist, ja? Was heißt, ihr habt schon mal gesprochen, oder? Das dauert eine Weile. Die werden nicht sofort groß. Die werden nur schneller groß. Nee, die müssen sich entwickeln. Ah. Das dauert ein bisschen. Meinst du? Aber ich glaube, sie ist fertig. Oh, sie ist fertig? Okay. Dann kriegen wir die haben Tränke. Haben sie die Tränke? Entschuldigung? Ich will die haben, Ronja. Meine Tränke. Wetten, das waren jetzt irgendwelche Zutaten für irgendeinen Geheimzaubertrank von ihr und sie brauchten uns gar keine Tränke geben. Und jetzt wurden wir einfach voll veralbert. Voll geprankt. Oh, das wäre so gemein. Das wäre so mies. Bitte haben sie die Tränke für uns. Oh Gott, sie hat was. Sie hat was. Okay, geben sie mal her. Guck mal. Okay. Oh, ich habe einen dickflüssigen Trank bekommen. Oh, ich habe einen unangenehmen Trank bekommen. Unangenehmer Trank? So heißt's ja? Ja. Okay. Ja gut, alles klar. Okay, dankeschön für die Hilfe und ich würde sagen, der unangenehme Trank ist für dein Einhorn. Nein, andersrum. Danke, Frau Hexe. Danke. Na ja, klar, okay, es cool, ist für dein dann, Einhorn. Wenn hier einer unangenehm ist, dann du. Sorry. So, kleines Pegasus. Easy? Bist du eingeschlafen? Easy. Wo bist du überhaupt? Hä? Oh Gott, wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Oh, okay. Easy! Ah! Oh, ich bin so müde. Jetzt tu mal nicht so. Komm jetzt her. Wir wollen doch wir waren den ganzen Tag unterwegs. Und wessen Schuld ist das? Na, wessen deine. Schuld ist es, junge Dame? Ja, deine. Meine? Ja, natürlich deine. Meine. Okay. Deine. Ich finde, es ist immer schön, wenn jemand seine Schuld auch eingestehen kann. Oh. Egal, wir geben jetzt erstmal dem kleinen Pegasus. Hier, bitteschön, du kriegst einen Trank und damit wirst du groß und stark. Trink den, ja? Meinst du, das trinkt das einfach? Ja, trinkt es das. Was? Es trinkt das? Ja, weil wir haben eine gute Freundschaft, das Pegasus und ich. Also, oh mein Gott! Lass dir hier das kleine Gatter offen, dann kannst du auch ein bisschen draußen rumlaufen. Ich bin ja kein Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob es groß wird. Ich auch. Wollen wir zu deinem Einhorn gehen? Ja, das habe ich übrigens auf die Pferdekoppel gebracht, also müssen wir jetzt hier nochmal raus. Okay. Komm mit, kommen Sie mit, junge Lady, lassen Sie die Hasen frei. Nein, wir müssen hier lang. Sind da eigentlich Hasen drin? Naja. Warum sind überall auf dieser Warum Frau sind immer überall Hasen? Ja. Mhm. Es müsste eigentlich, warte mal, auf welche Koppel habe ich denn gestellt? Wo war das denn hier? Pferde mittlerweile. Sind auch so kleine Pferde. Warte mal. Ich guck mal hier drin, hier? Vielleicht sieht man es ja sonst nicht. Ja, hier ist es! Oh, okay. Da ist es! Einhorn, hier! Trink den Trank! Oh, und? Hat sie schon getrunken? Warte, ich hab's aus Versehen wieder eingesammelt. Hier, trink den Trank! zu Befehl! Trinken Sie den Trank jetzt sofort! Oh, es trinkt. Oh. Wow, es hört auf mich. Das hätte die ich sind nicht voll, erwartet. Voll nett, hä? Die trinken. Ja, ich bin echt hardcore überrascht. Normalerweise hat das nie von mir gefressen. Iss diese Karotte! Oh Gott. Hier! Friss sie! Sie will nicht. Sie will nicht. Ja, gut. Dann, würde ich sagen, legen wir uns endlich hin, oder? Es war nicht hier. Doch, ich übernachte hier. Ich will sehen, wie mein Einhorn wächst. Okay. Weißt du was, es ist warm genug, ich kann hier auch schlafen. Naja, gut. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und verpasst nicht die nächste Folge. Die kommt auf Isis Kanal und abonniert auch gerne ihren und meinen Kanal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann sehen wir uns nächstes Mal in der nächsten Folge. Das war ein doppelt nächstes aus Versehen. Hoppala. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.